Guten Tag und herzlich willkommen in der Kanzlei SPKW Sobczak und Partner. Ich wende mich heute mit einem Thema an Sie, was Sie vielleicht gar nicht mehr hören können: Corona und Bußgelder. Also Sie haben das vielleicht immer im Hinterkopf, wenn Sie irgendwo unterwegs sind. Sie fahren zu Bekannten, zu Freunden und so weiter und so weiter. Die Corona-Verordnungen werden ständig geändert. Es gibt fast wöchentlich irgendwelche Informationen. Sie bewegen sich von dem Bundesland A in das Bundesland B, von Brandenburg nach Berlin, von Sachsen nach Brandenburg, von Sachsen-Anhalt nach sowieso. Und jedes Mal überlegen Sie: Mensch, ja, was darf ich hier, was kann ich hier? Kann ich hier überhaupt vor die Tür gehen? Kann ich meine Freunde besuchen? Wie viel kann ich besuchen? Und man macht vieles falsch, ohne dass man das vielleicht will. Am Ende gibt es den Nachbarn, der irgendjemand anzeigt, und dann kommen die Polizisten, die vielleicht auch keine Lust haben, und schreiben die Namen auf, und dann kriegt das sozusagen einen offiziellen Vorgang, und am Ende muss die jeweilige Bußgeldbehörde ein Bußgeld ihnen gegenüber verhängen aufgrund der aktuellen Corona-Schutzverordnung, die gerade in dem jeweiligen Bundesland gilt. Und jetzt ist es natürlich aus juristischer Sicht vielleicht auch ermüdend, aber auf jeden Fall kommen diese Fälle vor. Man sitzt dann vor dem Gericht, vertritt einen Mandanten, dem gegenüber ein solches Bußgeld verhängt worden ist. Ein paar hundert Euro ist vielleicht auch gar nicht so wenig Geld für den einen oder anderen, der sich sowieso über den Vorgang geärgert und dann noch ein Bußgeld zahlen soll. Letztlich sind das aber die Fragen, die die Gerichte dort zu klären haben, die grundsätzlich uns alle umtreiben. Ist das überhaupt verfassungsgemäß? Darf ich in meinen Grundrechten so weit beschränkt werden, dass ich nicht mal zu meiner Oma fahren darf und sie dort zu Weihnachten besuchen kann? Also ist das abgedeckt im Infektionsschutzgesetz? Die Gerichte machen sich da Gedanken um die entsprechende Ermächtigungsgrundlage, ob die Ermächtigungsgrundlage hinreichend konkret ist, um dem Landesgesetzgeber es zu ermöglichen, dann per entsprechender Rechtsverordnung, die ja jeweils immer wieder aktualisiert werden, entsprechende Bußgeldtatbestände auch zu schaffen. Und letztlich, der Staat muss irgendwie durchsetzen, aber man ist vielfach überfordert, und die Gerichte treffen dann auch zum Teil Urteile, dass die Amtsgerichte häufig, gab letztens ein spektakuläres Urteil, was durch alle Medien gegangen ist, vom Amtsgericht Weimar, wo das Amtsgericht Weimar zum Beispiel einen Bußgeldtatbestand zu beurteilen hatte, während des ersten Lockdowns. Im Frühjahr vergangenen Jahres hatte dort jemand gegen die Verordnung verstoßen, hat ein Bußgeld kassiert, und das Amtsgericht Weimar hat gesagt, also ist schon mal gar nicht wissenschaftlich belegt und so weiter, die Gefahren etc. pp., die Ermächtigungsgrundlage wäre nicht hinreichend. Letztlich ist dieser Mensch freigesprochen worden. Und genauso geht es auch aktuell bei vielen anderen Entscheidungen. Die Amtsgerichte, die Amtsrichterinnen und Richter sind natürlich dazu da, das dann zu überprüfen im Einzelnen. Und die Oberlandesgerichte müssen dann sozusagen auch eine einheitliche Rechtsprechung irgendwo herstellen. Letztlich kann man aber mit guten Argumenten häufig dagegen argumentieren, gegen so ein Bußgeld. Und ich würde jedem raten, der so einen Bußgeldbescheid bekommt, selbst wenn es ihm peinlich ist und der eigentlich sich an diese Dinge auch halten möchte, aber wie gesagt, das passiert einfach. Man kann es ja gar nicht alles im Kopf haben, was gerade gilt. Also ich gehe über die Straße und habe schon alles falsch gemacht. So ist es ja bei uns in Deutschland leider häufig. Und das trifft bei diesem Thema Corona-Schutzverordnung und Bußgelder natürlich ebenso zu. Also ich diskutiere das zwar jeden Tag mit allen möglichen Menschen, aber im Konkreten erfordert das dann, dass man tatsächlich dort nachliest, guckt, ob der Verordnungsgesetzgeber wirklich alles richtig gemacht hat, ob die Bußgeldbehörde alles richtig gemacht hat, ob die Ermächtigungsgrundlage überhaupt das hergibt. Am Ende stellt sich häufig heraus, dass bereits die Rechtsgrundlage für solche Bußgelder häufig nicht ausreichend ist, um den jeweiligen Verstoß tatsächlich zu ahnden, wenn er überhaupt ahndungswürdig ist. Deswegen rate ich jedem, den das betrifft, sei es auch irgendwo ermüdend, diese Sachen überprüfen zu lassen und am Ende
stellt sich doch häufig heraus, dass die Bußgelder dann auch ungerechtfertigt sind. Ne? Also von daher, man sollte es angehen, selbst wenn es schwerfällt. Zur Beantwortung Ihrer Fragen stehen zur Verfügung die Rechtsanwälte Thomas Petter, Thomas Will, Steffen Balke und Timothy Piker sowie die Steuerberaterin Anja Petter. Kanzlei SPKW Sobczak und Partner. Bahnhofstraße 8 in Zossen. Telefon 03377 33 99 0 oder im Internet auf spkw.eu.